Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Ihr seht schon hier neben mir jede Menge Jungpflanzen und ihr wisst, dass wir das ganze Jahr über aussehen und Pflanzen vorziehen und eigentlich das ganze Jahr über auch einen bestellten Garten haben. Gerade im Frühjahr ist es für uns wichtig, dass wir zum Beispiel auch mit Frühbeethauben arbeiten. So können wir nämlich schon die Pflanzen viel früher rausbringen und ihr kennt aus unseren Videos sicherlich diese Aufsätze für die Hochbeete, diese grünen, die aufgehen, wenn es warm ist. Und es kam so oft die Anfrage, wie habt ihr die gebaut? Wir haben die vor vielen Jahren gebaut, also mein Mann hat die mit viel Herzblut gebaut und wenn wir heute jetzt auf diese Hauben zurückschauen, dann würden wir sie jetzt aber auf jeden Fall anders bauen. Das sind viele Dinge, die wir gelernt haben, die man besser machen kann. Und jetzt kommt's, wir haben die Jungs von Lucama, von dem schönen Gewächshaus, was wir jetzt hier haben, noch hier und die haben gesagt, wir haben dafür eine super Lösung, wo jeder, der gerne Handwerk, der gerne bastelt, da mit eigenen Mitteln sich nach eigenen Vorstellungen was bauen kann und dann aber gleichzeitig auch diese super Membran nutzen kann, wo unheimlich viel Licht durchkommt. Die sind hier, die haben wir in die Remise gesteckt, da arbeiten die schon und da gehen wir jetzt zusammen hin. Kommt mit. Einmal in die Remise. Ich sehe schon, ihr wart schon fleißig. Super. Fupp. Wunderbar. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, stimmt, hast recht. Schön, dass ihr hier seid. Vielleicht für unsere Zuschauer. Hier haben wir die Jungs von Lucama, einmal den Lorenz und den Tobi. Schön, dass ihr da seid. Und vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, das Video, als wir das Gewächshaus aufgebaut haben, als ihr das Gewächshaus aufgebaut habt. Falls nicht, in der Infobox ist der Link dazu. So, ihr habt was mitgebracht, ihr habt euch Gedanken gemacht und ich glaube, ihr habt eine richtig tolle Lösung gefunden. Aber erzähl mir doch mal, wie das funktioniert. Ja, wir wollten euch nochmal überraschen und wollten euch nochmal was zeigen, ein neues Produkt von uns. Das habt ihr auf jeden Fall. Und das ist folgendes, dass wir wollten was machen, was entwickeln, damit der Gärtner, der Bastler sich ein eigenes Gewächshaus zum Beispiel bauen kann oder eine Hochbeetüberdachung bauen kann. Und dafür haben wir dieses zweiteilige Profil entwickelt. Mhm. Das Profil wird auf einen Holzrahmen geschraubt, auf einen Metallrahmen geschraubt. Egal, ja. Egal? Das kann ich überall draufschreiben. Ja, wir haben auch was mitgebracht. Wir wollten dir noch eine Abdeckung basteln. Ja, sehr schön. Das ist nämlich auch das Problem. Die Hauben, die wir jetzt bisher haben, die hat mein Mann super gebastelt vor vielen Jahren. Aber mit der Praxis hat sich gezeigt, dass da noch viel, viel mehr Licht eigentlich hin muss. Ja. Deswegen mit dieser Membran hier liegt es ja auch, ne? Ja, ist das? Exakt. Da kommt ja über 95% Licht durch und auch die UV-Strahlen. Das heißt, die Pflanzen können auch anständig wachsen, ne? Ja, ja, das richtig. Ist super. Genau. Und du nimmst quasi hier dieses Basisprofil, so nennen wir das. Darf ich? Ja, bitte. Aha. Ist das Alu? Das ist Alu und zwar eloxiertes Alu. Eloxiertes Alu. Mhm. Ja. Das ist ziemlich stabil so, ne? Ja, schon. Und der Vorteil ist, du kannst es wirklich auf eine Holzkonstruktion schrauben und musst nicht wie bei einem Gewächshaus, was wir jetzt gerade haben, das in den Nut einschrauben, sondern du kannst das wirklich hier einfach on top drauf. Und damit hast du einen Grundrahmen geschaffen. Ja. Das zeigen wir dann nachher nochmal. Das heißt, ich kann mir einen Rahmen bauen, wie ich möchte. Und dann baue ich die Profile drauf, spanne die Membran ein. Exakt. Das zeige ich dir jetzt mal ganz kurz, wie es vom Prinzip funktioniert. Bitte. Also wir stellen uns mal vor, das ist hier dieser Rahmen. Ja. Ja. Du hast hier deine Folie. Die legst du so rüber. Hier soll die Hochbeetabdeckung dann sein. Ja. Ja. Hast ein bisschen Überstand hier. Okay. Nimmst das Profil, klickst es hier so rein, dass es so schräg steht, ja, und drückst es einfach runter und dann verriegelt das Ganze hier. Ach ja. Ah ja, gut, das kann man sehen. Und du kannst gerne anziehen. Was anziehen? Ja. Ja, ich ziehe jetzt mal. Du ziehst es mal. Exakt. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall fest. Und das probieren wir jetzt hier noch an diesem Rahmen aus, würde ich sagen. Mhm. Haben wir vorbereitet für dich. Also baut ihr einen Rahmen. Wir bauen dir jetzt diesen Rahmen. Das Holz haben wir jetzt aus Nussdorf mitgebracht. Und dann Okay, ich lasse euch mal basteln. Aber wenn du sagst, ihr sagt, das kann überall drauf. Also wenn ich jetzt, ich bin ja ein großer Freund vom Upcyclen, vom Wiederverwerten. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel was aus meinem Fundus habe, wo ein Holz mit dabei ist, dann könnte man das vielleicht, weißt du was, ich hole das jetzt mal. Okay. Und dann guck dir mal, ob das wirklich darauf auch funktioniert, okay? Okay, okay, bis gleich. Bis gleich. Ich war eben schon mal gucken und habe da was gefunden. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Yeah. So. Hier in der Hütte, so nennen wir das kleine Häuschen, gibt es ganz viel Müll und Schrott, aber auch dazwischen ein paar alte Schätze, wie wir zumindest finden. Beispielsweise die Fenster. Das sind die Fenster, die ganz früher im Haus verbaut gewesen sind. Die haben auch das Oberlicht dabei. Und ob die Jungs das hinkriegen, da bin ich sehr gespannt. Wir haben hier noch die einzelnen Flügel.
Und ich finde es mega schön, wenn man so aus den Ressourcen, die da sind, die auch zum Hof gehören, wieder was Neues draus bauen kann. Deswegen werde ich mir jetzt diese Teile nehmen. Vielleicht helfen sie mir auch gleich beim Tragen. Und dann bin ich mal gespannt, ob diese super Membran, wo so viel Licht durchkommt, ob die hier auch drauf bauen können. Also, los geht's. So, vorsichtig. Na, vielleicht nacheinander. Okay. Die ersten zwei Teile habe ich. Los geht's. So, ihr Lieben. Oha. Hupsa, schau, nimm mal an. Ja, gerne. Achtung, dreckig, muss noch abgepustet werden. Das ist auch nur ein Teil, ne? Also das sind jetzt die Flügel von dem großen Fenster. Da ist noch ein großer Rahmen dabei. Aha. Na, Tobi, meinst du, das wird was? Ja, das wird sicher was. Hast du vor damit? Naja, vielleicht wäre das genau das richtige Material, um da einen Frühbeetkasten zu bauen. Vielleicht kann man das zusammen... Du denkst an sowas, oder? Hier das Profil drauf. Ja, genau. Naja. Dann maximale Lichtausbeute, stelle ich mir vor. Ja, genau. Und dass das hinterher dann so ein Aufsatz werden kann. Vielleicht kann man das dann sogar so wie ein Fenster aufmachen und ich habe dann einen schönen Frühbeetkasten oder so. Okay. Ich lasse euch mal werkeln. Okay. Ja? Wir probieren es. Wir tun unser Bestes. Ich bin sehr gespannt. Aber super. Genau, den Rest, den, ihr wisst jetzt, hinten in der Hütte, da waren wir gestern. Okay. Ja. Da steht das direkt vorne an. Könnt ihr euch holen. Genau. Okay. Ich werkel dann mal weiter mit meinem Kram und freue mich. Ich bin sehr gespannt. Ja. Bis später. Danke. Bis später. Tschüss. Hola. Ich sehe schon, ihr wart fleißig. Ich habe eben vorbeigehen auch schon ein bisschen um die Ecke geguckt, aber das ist jetzt der letzte Teil vom Fenster. Machen wir den jetzt zusammen und ich darf euch ein paar Fragen begleiten. Unbedingt. Wir machen jetzt hier das Finish, sage ich jetzt mal, ja, von dem ganzen Rahmen. Wir haben jetzt schon mal die zwei Seiten vorbereitet ein bisschen. Es soll jetzt keine Anleitung sein, hier videomäßig, wie der Rahmen zusammengebaut werden wird. Euch kenne, habt ihr eine schöne Anleitung als PDF oder so? Exakt, wir werden ja noch eine richtige Anleitung machen, aber dass man einen ersten Eindruck kriegt, wie das Ganze funktioniert. Du hast jetzt hier die Deckleiste in der Hand. Ah, die hinterher so raufkommt? Die hier so raufkommt, richtig. Und wir haben hier so diese Schmetterlinge gemacht. Und diese Schmetterlinge haben die Aufgabe, dass wir hier einen schönen Abstand haben in den Ecken, ja?
Ja, das also das ist richtig, dass es nicht so ganz aufeinander spack ist, sondern dass ein bisschen Luft dazwischen ist. Damit wir uns ein bisschen leichter tun, wenn wir später die Folie spannen. Aha. Ja, weil die Profile, die sind dann so, die kommen hier so schräg rein. Ja. Und sonst sperren die sich hier im Eck. Ah. Und deswegen haben wir hier so diesen Millimeter Luft. Okay. Der hilft uns nachher beim Bespannen. Dieses Schneiden hier habe ich gesehen, habe da mit so einer hochprofessionellen Säge gemacht. Aber kann ich das jetzt auch einfach mit einer Metallsäge zu Hause in der Werkstatt mit ein bisschen mehr Zeit machen? Ja, also es gibt natürlich, also das sind so dünn die Profile, dass man die auch wirklich mit der Hand schneiden kann. Okay. Wir hatten einfach die Säge aus unserer Werkstatt dabei. Ja gut, wenn man es hat, dann nutzt man es auch. Aber dann nutzt man es einfach. Ja, geht's gar, auch so. Gar kein Thema. Oder was wir auch machen zum Beispiel, unsere Profile werden von einem Metallbearbeiter geschnitten. Und es ist überhaupt kein Problem, zum örtlichen Metallbearbeiter zu gehen. Kannst du mal kurz hier uns 3-4 Gärungen draufschreiben? Für Kaffeekasse und so, ne? Oder so. Mhm. So in der Art, ja. Verstehe ich. Kein Thema. Wenn ich das jetzt haben möchte und ich sage, jo, ich habe schon eine Idee, ich habe schon ein Projekt, wo ich das gut für nutzen könnte. Man kann bei euch was jetzt genau in welcher Form bekommen? Also die Folie, kannst du mal kurz zeigen, Tobi? Du sagst immer Folie, weil es für dich älter ist. Ich sage immer Membran, aber genau, Folie, nee, du hast nicht komplett recht. Gelbe Tonne oder vielleicht sagst du mal ein Wort zur Folie, zur Membran. Die Membrane, die ist erstmal 1,50 Meter breit, ja. Aha, das ist auch immer so, wenn ich die einkaufe, ist das die Breite 1,50. Das ist die Standardbreite, die wir haben. Und wir verschicken die so per Laufmeter auf Rolle. Und die wird eigentlich dann auch zur Verfügung gestellt von uns, überhaupt kein Thema, passt. Und die Membrane, die wird natürlich nicht einfach in die gelbe Tonne geworfen, sondern wir recyceln ja die ganze Sache. Das heißt, wenn irgendwelche Reste überbleiben, jetzt hier auch beim Bespannen, dann nehmen wir die wieder mit und geben die unserem Produzenten zurück. Und der granuliert das Ganze wieder ein und da wird neue Folie draus gemacht. Und wenn ich jetzt mein eigenes Gewächshaus oder Hochbeethaube gebaut habe und ich habe noch so ein paar Reste davon, die kann ich euch auch zuschicken, die muss ich nicht in die gelbe Tonne packen. Das wird komplett wieder eingranuliert. Das ist das Ziel, diesen Kreislauf zu schließen und zu gucken, dass man hier wirklich ressourcenschonend arbeitet. Das können dann auch die Leute, die das selber basteln, also selber bauen, auch machen. Natürlich. Ich glaube, das ist echt wichtig und schön. Ja. Ja, super. Also hier haben wir schon gesagt, hier kommt ganz viel Licht durch, UV durch. Die Pflanzen finden es besser als Glas. Ja. Wachsen auch besser. Ja. Das konnten wir auch feststellen. Exakt. Okay, also ich kann auf 1,50 Meter die Membran bei euch bekommen. Wie ist es mit den Profilen? Die Profile haben wir eben auf die Breite der Membrane angepasst. Sprich, die sind auch 1,50 Meter, macht keinen Sinn, die jetzt auf 1 Meter zu schneiden, sonst hat man unnötige Stöße. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Profile so weich, so dünn sind, kann man die dann durchaus selber auch schneiden auf die nötige Länge. Also kann ich bekommen Membran auf 1,50, Profile auf 1,50 und die Schmetterlinge kriege ich auch bei euch oder ist das jetzt euer Geheimtool? Natürlich gibt es die auch bei uns, diese Schmetterlinge, das sind diese Eckverbinder, die schiebt man. Ja, komm, lass uns direkt mal loslegen. Komm, lass uns mal loslegen, Oder, genau. Ihr habt ja schon vorgearbeitet, ihr wart sehr fleißig. Die sind schon fest, die sind auch richtig feste drin, ne? Ja. So, wie geht's weiter? Drin. Also man nimmt, Tobi, vielleicht machst du das. Steckt Schotter drauf hier. Und hier? Kannst du vielleicht anschieben. Schau mal, hier ist so eine kleine Nut drin, ja? Mhm. In diese Nut kommt einfach dieser Verbinder rein. Ah ja, das ist ja easy. Easy peasy. Und das Gleiche haben wir auch zum Beispiel, wenn wir längere Profile haben und wir haben einen Linearstoß ohne 45-Grad-Ecke, dann kann man das genauso machen. Hm. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Bilderrahmen bauen. Ist so. Ist so. Also mit ETFE-Membrane zu bauen, ist wirklich wie mit Glas zu bauen. Man hat einen festen Rahmen und dann geht es ans Bespannen. Okay, jetzt werden die Schrauben reingejagt. Genau, der Tobi macht das hier. Kann ein bisschen gucken, dass die Ecken schön sind, ja. Und die helfen wirklich, diese Schmetterlinge, dass die Ecken am Ende alle gleichmäßig aussehen. Und dass das passt. Sind das jetzt spezielle Schrauben oder kann ich einfach Torx-Alu-Schrauben nehmen? Oder? Das sind jetzt in dem Fall sind das so selbstschneidende Schrauben. Du kannst quasi direkt durch das Alu gehen, du musst nichts vorbohren. Mhm. Und kannst aber auch vorbohren natürlich und dann mit einem normalen Spax das reindrehen. Das ist auch kein Thema. Okay. Perfekt. Schritt 1. So, das ist diese Grundidee, dass wir diesen Rahmen haben. Dann kann man mal gucken, ob die auch wirklich alle schön auf der gleichen Ebene sind, die Profile. Dann ist das ein bisschen besser für die Folie oder für die Membrane. Und dann können wir eigentlich die Membrane abwickeln.
Genau. Das kriegen wir hin. Ist es von der Laufrichtung her wichtig, dass die so rum drauf kommt, kurze, lange Seite, oder könnte ich die jetzt auch so rum drauf spannen? Natürlich, wir versuchen das natürlich ein bisschen verschnittoptimiert zu machen. Sprich, ja gut, aber wichtig, wie rum, wäre jetzt egal, ob so rum oder total so. Total egal. Okay, das ist ja super. Dann kann ich ja platzsparend arbeiten. Ja, zum Beispiel bei Papier ist das ganz wichtig, wie die Fasern so laufen. Okay. Ich weiß nicht, wie das bei Membranen so ist. Ja. Also das kann man so rum und so rum machen. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So. Das muss ja hinterher ganz stramm sein und ohne Falten. Exakt, wir richten das so ein bisschen aus. Und jetzt gibt es eigentlich nur eine Kleinigkeit zu beachten in der Vorbereitung. Man schneidet hier so die Ecken ein bisschen ein. Das Einschneiden der Membrane verhindert, wenn man nachher die Aluprofile reindrückt, dass es hier so kleine Falten gibt. Ja? Aha. Deswegen, also das wird sich einfach geometrisch sperren, das Ganze. Ja. Und dann müsst ihr einfach die Schere. Schneidest das hier so ein, das hier so raus, ja. Alles klar, mal her. Passt. Mal hier auf der anderen Seite. Achso, nee, jetzt schon? Nee, jetzt ja, muss ja, das gesperrt werden. Das ist perfekt. Gespannt. Nee? So, mach ein bisschen machen wir so. Hilf mal dir. Bis zur Mitte, exakt. So. Ja. Job so. Done. Passt. So. Jetzt haben wir hier noch so kleine Markierungen hingemacht. Ein Vorfeld, mhm. Das ist ein Bleistiftstrich, mhm. Und das gleiche haben wir hier auch gemacht. Oh ja. Und das garantiert uns, dass praktisch das Profil, wenn die beiden Striche aufeinander liegen, dass die auf der richtigen Position sitzen. Ja. Also erst eine Seite. Erst eine Seite, genau. Mal kurz gucken, wo der Strich ist. Oh, sieht gut aus, oder? Sieht gut aus und vorher frei. Und jetzt wird es laut, auch dann. Das passt. Jetzt haben wir hier quasi in der Mitte mal fixiert das Ganze. Und das gleiche machen wir auf der gegenüberliegenden Seite. Aha. Und dann wirst du schon sehen, dass wir hier schon eine kleine Spannung drin haben. Okay. Und dann arbeiten wir uns auf die kurzen Seiten hin. Drehen wir es einfach um? Oder? Wir können es so arbeiten. Du kannst die Ecken nochmal ausschneiden. Ja. Jetzt. Wo hält es fest? Ich halte es ein bisschen fest. So? Naja, perfekt. Das ist jetzt mal so. Das ist okay. Das passt. Das kannst du auch lassen. Das ist ganz spannend. Es reißt auch nicht, ne? Das, wenn ich jetzt exakt. Hier ziehe, ja. Bei der Folie wird es weiter reißen. Ja. Hier ist Stopp. Der Stopp. Löst sich nicht von alleine. Ja. Ist ja schon mal ganz interessant. Okay, und Top. Hier nochmal? Gleiches Prinzip. Du hältst? Okay. Passt. Zack. So, jetzt ist es eigentlich schon erledigt. Und jetzt guck mal bloß, dass die Striche wieder aufeinander passen. Du hast sogar zwei auch gemacht. Ja, ich ne? habe eben, dass man es nicht verwechselt, welche Seite wo ja. ist. Und einfach hier unten. Und jetzt ziehe ich einfach? Nee, musst du gar nicht. Nee, muss ich gar nicht. Musst du okay. gar nicht. Das machen wir einfach so über das Reindrücken. Passt das so? Passt hier, ja. Und dann darf der Tobi wieder hier. Ach so, jetzt geht es nicht mit den Fingern, jetzt hauen wir. Ja. Gut. Schaut gut aus. Jetzt haben wir hier schon die Spannung drinnen, ja? Guck mal. Ja. Perfekt. Und jetzt wollen wir die Spannung auch in diese Richtung kriegen. Und deswegen kommen jetzt die letzten Profile. Ja, genau. Wie machst du das jetzt, dass das hier keine Hubbel gibt? Die Folie ist so steif im Prinzip, ja, dass man eigentlich fast keine Falten nicht. Reinkriegt so richtig. Ja, man muss ja. ein bisschen gucken in den Ecken, dass das ein bisschen rausgezogen ist, das Ganze. Aber ansonsten braucht man sich eigentlich keine großen Gedanken zu machen. Ups. Mhm, also drauf und dann runter. Ja, und dann erst die Außenseite und dann. Ja, einen Ohrschlag noch vielleicht. Gut, das passt. So, jetzt haben wir hier auch schon die Spannung drinnen. Ja. Und siehst du hier so kleine Falten? Ja, genau. Und die gehen weg, wenn wir praktisch hier Richtung Ecke arbeiten.
Ach so. Wenn wir das dann nach und nach so reinklopfen, ja, dann wandern die Falten zu in die Ecke und sind am Schluss weg. Mhm. Also von der Mitte wird nach außen gearbeitet. Erst die gegenüberliegenden immer mittig und dann hinterher die Ecken raus. So. Sagen wir, hier Spannung und hier Spannung. Mhm. Ja, und jetzt kann der Tobi von hier aus beginnend mal so Richtung Ecke arbeiten. Genau. Weg sind sie. Ja. Alles glatt. Wie eine Glasscheibe, ja? Ja, glatt gezogen, super. Der hier wieder hochgegangen. Der geht ein bisschen hoch, aber wir haben jetzt so eine zweite Verriegelung da drinnen. Ja. Das heißt, es hüpft nicht raus, sondern es geht wieder ein bisschen zurück und jetzt kann man das wieder. Schick. Das kannst du mal ein bisschen nachklopfen. Durch das, dass das Feld relativ klein ist, ja, von der Spannweite, dehnt sich die Membrane auch nicht so stark. Genau. Ja. Ist klar, weil es einfach begrenzt ist. Stärker. Ja, mhm, exakt. Man merkt es auch jetzt hier, dass beim das jetzt Gewächshaus wirklich haben wir ja 1,50 mal 1,50, ne? Ja. Und trommelt ihr auch so ab und zu in der Werkstatt? So? Immer. Wie kann ich das Ganze jetzt abschneiden? Einfach mit dem Cuttermesser? Genau. Darfst du gerne machen. Nimmst die Folie hier und fährst einfach am Profil entlang. Okay. Zack. Zum Eingranulieren. Zum Eingranulieren, exakt. Dankeschön. Was ist? Ja, das ist ja ganz entspannt und einfach. Geschafft. Dankeschön. Wahnsinn, da ist wirklich viel Spannung drauf. Und dass es jetzt hier ein bisschen offen ist, ist auch kein Problem, ne? Nee, ist kein Problem. Man könnte jetzt auch nochmal das Profil lösen und das ein bisschen verschieben. Ja, aber das ist immer ein bisschen verrutscht, ja. Es vibriert beim Einklopfen ein bisschen, ne? Aber das macht ja echt nichts aus. Macht überhaupt nichts aus. Super, ihr Lieben. Bevor wir das jetzt gleich einhängen, habe ich euch auch noch was mitgebracht. Und ich weiß ja, dass ihr auch Gartenbau macht und Gemüseanbau machen möchtet. Ihr macht das schon, eure Frauen machen mit, Familie macht mit. Ich habe jetzt zwei Boxen für euch gepackt mit bunten, gemischten Saatgut drin für Frühling, Sommer, Herbst, alles dabei. Oh. Es sind bewusst nicht die gleichen Sachen drin. Also könnt ihr untereinander noch mal ein bisschen tauschen und spielen. Mhm. Ich weiß, du liebst Tomaten. Kohlrabi esst ihr gerne. Hier ist ganz viel drin. Also tipptopp. Ich weiß auch jetzt nicht, was wo drin Vielen ist. Dank. Könnt ihr dann Sehr tauschen. Ich freue mich wieder über Fotos von dem angebauten Gemüse und vor allem auch von den Tomaten. Unbedingt. Das möchte ich gerne mal sehen. Genau. Machen wir. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wollen wir sie einhängen? Ja, unbedingt. Ja. Cool. Ich bin gespannt.
Die großen sind schon drin, die Oberlichter, da machen wir jetzt das letzte auch noch rein. Und man kann super durchgucken, wie bei einem Fenster, nur es kann jetzt nicht mehr zersplittern wie beim Glas, ne? Ja. Das ist toll. Okay, Türen einhängen kenne ich, Fenster einhängen. Ja, guck, Hämmerchen noch. Ein paar Schläge mit dem Hammer oben drauf, ist das scharnierenlastet. Gut. Tada! Ist es cool. Gut, im Detail kann man noch ein bisschen werkeln, schleifen und hobeln, aber wenn ich mir das jetzt angucke, so das alte Fenster, jetzt umgebaut und das kann ich ja verwenden, wie ich möchte eigentlich. Ob ich jetzt einen Frühbeetkasten baue, Frühbeethauben baue oder ein Anlehngewächshaus oder, ihr Lieben, was fällt euch ein? Wenn ihr das jetzt so seht, da gehen doch bestimmt die Ideen bei euch im Kopf, ploppen die auch auf. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr meint, was ein cooles Projekt wäre, um mit dieser Membran hier für unsere Pflanzen zu arbeiten. Ich bin schwer begeistert. Danke euch. Das ist super cool. Richtig toll. Ist das cool. Ich würde sagen, ihr habt das richtig gut gemeistert. Das ist doch jetzt gerade ein richtig schönes Bild. Wie ist das denn für euch? Was sagt denn ihr? Ja, wir sind schwer begeistert, weil das wirklich eine Neuerung ist. Und wir haben jetzt hier wahrscheinlich im Ganzen 2 Stunden gewerkelt. Ja. Und es ist fertig. Passt. Ihr habt doch bestimmt zu Hause auch noch irgendwie ein paar alte Fenster oder Türen. Das ist meine Befürchtung, dass meine Frau jetzt kommt. Das brauche ich aber auch. Ja, kann ich aber gut verstehen. Kann man das jetzt schon bei euch bekommen? Ist es schon verfügbar oder ist es wie mit dem großen Gewächshaus, dass wir das noch ein bisschen drauf warten müssen? Oder können die Leute jetzt schon ganz schnell loslegen? Ja, ich sag mal Mitte des Jahres, so Ende Juni ist es verfügbar. Okay. Wir müssen jetzt als nächstes die Produktion anschieben. Ja. Das sollte so 4 bis 5 Wochen dauern. Okay. Und dann kommt es zu uns und dann ist es verfügbar. Den Link findet ihr in der Infobox, Lucama. Schaut unbedingt mal vorbei. Da findet man auch viele Fotos von anderen Gewächshäusern noch mit der Membran. Ne? Und demnächst vielleicht auch Fotos von so Projekten, die die Leute gemacht haben. Ja, das wäre toll. Ja, super. Wir uns freuen. Da bin ich auch sehr gespannt. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, euch inspiriert hat und das glaube ich sehr, ihr jetzt richtig Lust habt und vielleicht schon die ersten Skizzen zu euren Projekten macht, lasst uns teilhaben. Und wenn ihr noch Lust habt, ein bisschen Gartengemüsekiosk weiterzuschauen und auch ein bisschen mehr Lucama weiterzuschauen, wir haben ja schon das ein oder andere Video zusammen gedreht und die findet ihr hier oben und hier unten verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln, beim Planen, beim Garten. Bis zum nächsten Mal.